Sie ist das Schmuckstück in der MS-Technologie-Arena. Die neue TR Electronic Lounge unter dem Dach der Haupttribüne des FC 08 Villingen. Und er hat die Lounge geplant, konzipiert und die Umsetzung überwacht. Der Villinger Architekt Andreas Flöß. Zum einen finde ich es aus städtebaulicher Aspekten einfach sinnvoll, dass man in dieses, sagen wir mal, in diese geschichtsträchtige Tribüne, wo ja schon die Leute der Sava Prominente Elf zugeschaut haben, wenn man in diese geschichtsträchtige Tribüne quasi so eine Loge mit rein implementiert. Andere haben vielleicht Zelte und Container und wir haben hier dieses wunderbare Stadion mit ohnehin schon einem Dach und auch der Situation hier oben. Warum nicht einhausen, warum nicht zumachen, vorne und hinten? Wir haben eine super Kulisse, wir sehen quasi den Schwarzwald auf der Westseite und wir sehen auf der Südseite Richtung Spielfeld quasi die weiche Topografie der Bar. Und das ist eigentlich eine optimale Situation. Über 200 VIP-Gäste können hier oben künftig die Fußballspiele des FC 08 und das Drumherum genießen. Die TR Electronic Lounge ist behindertengerecht gestaltet, verfügt über eine eigene Küche, Toiletten sowie über einen Technikraum für den Stadionsprecher und die Steuerung der neuen Videotafel. Und so kam Flöß auf die Idee, auf der altehrwürdigen Haupttribüne den VIP-Bereich zu errichten. Also zunächst habe ich die Spiele in der Vergangenheit ganz oft von hier oben verfolgt und habe eigentlich festgestellt, das ist ein idealer Platz. Ich habe den Magdalenerberg, dann diese unheimliche Kulisse, teilweise mit Blick zu der Alpe. Und dann dachte ich, das ist eigentlich ein idealer Ort. Und so kam dann die Idee, dass ich dann eben an den Vorstand herangetreten bin und habe gesagt, Mensch, also ich fände gut, wenn das hier oben eingebaut werden könnte, wenn wir hier in irgendeiner Form was hinkriegen. Auch FC 08 Marketing-Vorstand Armin Distel war spontan von Flöß Idee begeistert. Mit dem Trossinger Gründer von TR Electronic, Klaus Tessari, fand er schon bald einen Finanzier. Dank ihm konnte das Projekt schon innerhalb eines halben Jahres realisiert werden. Distel erläutert, was der Verein künftig damit vorhat. Neue Sponsoren zu gewinnen, nachhaltig zu gewinnen. Und dazu ist es heute einfach notwendig, nicht nur ein Zelt anzubieten. Das hat viele Jahre einen Dienst getan, war auch gut. Aber um den nächsten Schritt zu machen, hätte das nicht gereicht. Wir müssen mehr Sponsoren gewinnen. Es muss einen Ort geben, wo man sich gerne aufhält und wo man dann sich eben auch wohlfühlt. Heute hat es überall Eventcharakter und dem müssen wir uns genauso stellen. Und das haben wir mit der Verwirklichung dieses VIP-Raumes getan. Ursprünglich existierte die Idee, einen neuen VIP-Bereich neben der Haupttribüne zu bauen. Dass dieser nun so elegant in die Tribüne integriert werden konnte, darüber sind Vorstand und Verein gleichermaßen begeistert. Ja, ich glaube, es konnte sich vielleicht außer Herrn Flöß, dem Architekt natürlich, der muss es im Kopf haben, niemand so richtig vorstellen. Also ich bin äußerst positiv begeistert, kann man sagen. Von allem die Funktionalität, Einrichtung mit Fernseher, mit Lautsprecher, mit Beleuchtung. Ich glaube auch das Schwarz-Weiß, diesen Charakter FC 08 Schwarz-Weiß, den der Herr Flöß da hier reingebracht hat, das kann sich sehen lassen. Also ich bin begeistert. FC 08 Geschäftsstellenleiterin Karin Herrmann ist gleichzeitig Koordinatorin des VIP-Bereichs. Sie ist ebenfalls angetan von der Gestaltung durch Andreas Flöß und stellt sich mit ihrem Team künftig auf erhöhte Anforderungen ein. Der neue VIP-Bereich gefällt mir fantastisch gut und es wird wahrscheinlich mein zweites Wohnzimmer werden. Also wir werden in der Rückrunde mit dem gleichen Caterer weiterarbeiten, den wir bisher schon hatten. Das Serviceteam wird aufgestockt auf 10 bis 12 Personen, weil wir hier einfach bis zu 200 Gäste irgendwann erwarten. Und ansonsten wollen wir unsere Gäste verwöhnen, wie wir es bisher schon gemacht haben. FC 08-Präsident Leo Grimm sieht die TR Electronic Lounge als sehr wichtigen Baustein bei der Umsetzung der ehrgeizigen sportlichen Ziele des Vereins. Wir wollen ja zwischen der Achse Freiburg-Stuttgart und Augsburg wollen wir ja versuchen, hier im Fußball eine Nummer zu werden. Das, was der FC 08 in der Vergangenheit schon war
wollen wir versuchen, wieder ein bisschen anzuknüpfen. Das dauert noch seine Zeit, aber ich glaube, wir haben hier mit dem VIP-Bereich einen tollen Anfang gemacht und ich glaube, wir sind hier auf einem ganz guten Weg. Der Präsident ist stolz darauf, dass der FC 08 es aus eigener Kraft geschafft hat, den neuen VIP-Bereich in der MS Technologie Arena umzusetzen. Und natürlich mit Hilfe von ganz besonders engagierten Menschen, die dem FC 08 Villingen nahestehen. Ich bin einfach platt von dem, was wir hier raus gemacht haben. Großes Kompliment an Andreas Flöß, der das hier geplant und auch konzipiert hat. Ganz großes Kompliment an denjenigen, der das überhaupt ermöglicht hat, an Klaus Tessari, ein großer Gönner des Vereins, den ich sehr schätze. Und ich freue mich auf die Rückrunde und ich freue mich natürlich, wenn im Außenbereich alles soweit fertig ist, dass man dann auch wirklich das Stadion in der Wirkung dann auch sehen kann, wenn es abends beleuchtet wird. Ich freue mich aufs erste Abendheimspiel, hoffentlich gegen die Stuttgarter Kickers.